Hallihallo, zurück zu ESO. Weiter geht's. Wir müssen ja noch den Großkönig befreien. Nachtschreck haben wir in der letzten Folge ja besiegt. Der Geliebte von der Vermina. Jetzt können wir ihn befreien hier. Was Hallo. beim Reich des Vergessens ist geschehen? Etwas hat sich verändert. Es wird schlecht ausgehen, oder? Es ist immer so. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt frage. Und dennoch, ich scheine mich an euch zu erinnern, aber das ist wieder nur ein Trick, oder? Es ist kein Trick. Galtis ist tot. Tot? Wirklich? Ich kann also immer noch Emmerich sein? Ich kann also immer noch Großkönig sein? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch verdiene, aber ich denke, es ist gut so. Ja. Meine Fesseln lösen sich. Und das ist sehr gut. Bedeutet das? Ja, ihr seid frei. Ich möchte erneut mit euch sprechen, Sterbliche. Kommt durch den Spiegel nach Modafen. Auch das noch. Jawohl, steht zur Stille. Vermina. Okay. Da ist ja ein Schlangengöttin oder was? Ich bin beeindruckt, Sterbliche. Die Scherbe Ihr sollte habt uns meine gehören. Albträume durchstreift, ohne dabei die Nerven zu verlieren. Und ihr habt sogar euren kleinen König gerettet. Vorerst. Ich werde ihn wieder retten, wenn es nötig ist. Natürlich werdet ihr das. Ihr habt auch meinen Gemahl erschlagen. Ich werde diesen Verlust überwinden. Doch ich denke, dass ich euch noch eine Weile an seiner Stadt hier behalten werde. Vielleicht werden euch ein oder zwei Jahrhunderte Demut lehren. Das werden wir noch sehen. Wir müssen wachsam bleiben. Vielleicht werden wir das. Die Rotwardonen Ihr habt euch in der Vergangenheit bereits als sehr einfallsreich erwiesen. Selbst wenn ihr Modafen entkommt, Sterbliche, werdet ihr damit dennoch nicht meiner Rache entkommen. Ich kann geduldig sein. Sehr geduldig. Lebt wohl. Fürs Erste. Schwester Saphir hatte euch nie verdient. Ach hier, die es reden jetzt mal. Es gab eine zarte Bande zwischen Saphir und mir. Euch kann sie nicht das Wasser reichen. Tamriel und? Wer hätte gedacht, Tamriel? Irgendwie einfach von denen entscheiden oder was? Geh mal da durch. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch war. Schon mit der Signatura. So, müssen wir ihn nochmal erledigen. Langsam ist aber lästig. Stormhaven. Ja, Ladezeiten, ich weiß. Immerhin ist ein schönes Bild. Immerhin. Ja, könnt ihr sehen, das sind viele Feinheiten. Kleine Details dabei. Verzierungen. Komm, langsam kann es mal fertig sein hier. Mein Gott. So.
Leseglas mit Elfenbeingriff. Nee, brauche ich nicht. Ach, der ist ja doch. Sorry, wollte nichts klauen. Ich habe Abdurak gebeten, hinunterzugehen, da ich mit euch ein wenig allein reden wollte. Sagt mir, könnt ihr euch an alles erinnern, was in dem Traum geschehen ist? Ja, Eure Majestät. Ehrlich gesagt wünschte ich, eure Erinnerung daran wäre ebenso schwammig wie die meine. Das, woran ich mich noch erinnern kann, beschämt mich eher. Ich bin der König von Sturmhafen und der Großkönig des Dolchsturzbündnisses, doch diese verdammte Daedra hat mich in ein jämmerliches Kind verwandelt. Ich bin froh darüber, dass ihr jetzt sicher seid. Das bin ich auch. Und ich schulde euch etwas dafür. Und in Wahrheit noch mehr. Ihr war diejenige, die hier nobel gehandelt hat. Nicht ich. Ihr hattet genug Mut für uns beide. Ich war ein gebrochener Mann. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nur hoffen, dass diese Erfahrung mich zu einem stärkeren, besseren König machen wird. Ich gehe zu Hattendrix und selbst ins Gericht, Eure Majestät. Es ist sehr freundlich von euch, das zu sagen, doch das ist etwas, das ich nicht einfach so hinter mich bringen kann. Es ist meine Bürde und ich muss sie tragen. Aber genug von diesem trübsinnigen Gerede. Kommt mit mir in den Thronsaal. Ja, Euer Majestät. Laufe schon mal vor, muss ein bisschen plündern hier. Oh, Handwerksstil, die Agonia, nehmen wir auch mit. Die drücke ich nicht. So, mal sofort lesen. Leute. Sind nur Handwerksstile, wenn man sie schmieden möchte, also herstellen möchte. Mein Gott, Bärchen. Was ist denn da drin? Nix, nö. Ja, auch nix. Echokasten. Wer braucht sowas? Ich nicht. Sternmetall, auch schon zigmal gefunden. Nee, Blaupause nicht. Alles Gute von oben. Es gibt keine passende Belohnung für das, was ihr getan habt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber euer Erfolg hat euch wohl mehr an Verantwortung als an Belohnungen eingebracht. Ihr werdet wohl früher, als euch lieb ist, wieder von mir hören. Ich entschuldige mich schon vorab dafür. Braucht euch nicht zu entschuldigen. Ich helfe immer gern. Pah, seid ihr denn stets so verdammt edel? Ihr dürft nicht immer so ernst sein, meine Freundin. Vielleicht heitert euch das ein wenig auf. Es ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Aber eines, von dem ich hoffe, dass es euch ebenso gut dienen wird, wie ihr mir gedient habt. Ihr seid eine Heldin. Und nun auch eine Freundin. Axt ist Zweihand, braucht man nicht. Fertiges Punkt, immer gerne mitgenommen. Da ich jetzt als euer Freund und König zu euch spreche, frage ich mich, ob ich euch überreden könnte, mir bei einigen anderen Angelegenheiten zu helfen. Eine ist eine Staatsangelegenheit, die andere ist eher persönlicher Natur. Natürlich, Eure Majestät. Kluftspitze ist das eigentliche Problem. Der Streit zwischen den Adelshäusern dort scheint eskaliert zu sein. Ich werde euch mit meiner Autorität versehen dorthin entsenden, um die Ordnung wiederherzustellen. Sobald ich kann, werde ich mich euch anschließen. Dann werde ich versuchen, das Problem in Kluftspitze zu lösen. Und dann gibt es da noch eine persönliche Angelegenheit. Dieses verdammte Fallbeil. Aus Gründen, an die ihr euch vielleicht erinnert, möchte ich es abreißen. Ich habe Hauptmann Ernele den entsprechenden Befehl gegeben, aber ich würde euch bitten, auf dem Weg aus Wegesruh dafür zu sorgen, dass das auch so passiert. Natürlich, Eure Majestät. Ich verstehe voll und ganz. Ich fürchte, ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren, bis dieses verdammte Fallbeil endlich zerstört ist. Danach können wir in die Zukunft blicken. Und hoffentlich können wir die jüngsten Ereignisse einfach vergessen. Ja, Kluftspitze, wollen wir sowas als nächstes hin? Jetzt noch nicht, weil ich habe erstmal was anderes vor. Gehen wir es mal hier raus. Und zwar um die Hauptgrad gewesen wäre. Mal so gut, hätte ey. Muss das sein? Spitzhacke in den Rücken geschlagen. Da wollte ich gucken, um die Hauptstory ein bisschen voranzutreiben. Nee, ist ja falsch. Gehen wir erstmal in die Zuflucht.
Moment, ist die Zahl doof hier? Ist ja richtig. Gib mir die Zuflucht, da waren wir noch gar nicht drin gewesen. Jetzt haben wir zwei Gebiete schon fertig. Kluftspitze wäre das nächste. Ich scheine nicht sehr gut voranzukommen. Da wollte ich sowieso hin. Wegen der Story halt. So, hier ist alles aber fertig. Was war das? Osinium? Ach, Fallbeil. Ja, vergessen. Siehst du? Mann. Augustin Diron. Okay, Rea, machen wir später. Okay. Hab ich schon total vergessen, den Fallbeil. Gehen wir da natürlich erstmal hin. Dafür sorgen, dass der Fallball zerstört wird. Hauptmann. Hauptmann, da bist du ja. Aha, ihr kehrt also aus Gavaldon mit einer weiteren schmückenden Feder an eurer Kappe zurück? Ein Sieg über die Eisenhand-Oger? Ich wünschte, ich hätte eine solche Großtat vorzuweisen. Ehrlich gesagt ist es eine Ehre, euch zu kennen. Gibt es noch etwas, wofür ihr mich braucht? Der König hat mich gebeten, dafür zu sorgen, dass das Fallbeil zerstört wird. Aber ja, natürlich, ja. Es wird abgerissen und verbrannt. Der König sagte mir, dieser Auftrag sei von allerhöchster Dringlichkeit. Ich gebe es zu. Ich dachte, er würde scherzen. Aber ich nehme an, er hätte euch wohl nicht eigens geschickt, wenn das der Fall wäre. Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln. Ja, dann macht das. Rea lassen wir noch. Ist alles unwichtig. Auch unwichtig. Augustine Dirone. Ach, das ist da hinten. Gehen wir noch zu dem eben hin. Machen wir die Zuflucht in der nächsten Folge. Fangen wir ganz von frisch an. Ganz von vorne. Ganz von frisch, gutes Deutsch, ne? Ey, du sprichst gut Deutsch und wir haben gelernt, die auch möchten können. Tötet ein Bruder, 1,50. Was kann ich für euch tun? Ich bringe euch Nachricht von Matthias Dirones, tot. So ein Pech. Vielen Dank, dass ihr mir die Nachricht überbringt. Das ist immer noch besser, als dass ich mich den Rest meines Lebens frage, was ihm zugestoßen ist. Genau. Abgeschlossen. Hier ist nichts mehr, ne? Hier in den drei Schreien kann man übrigens seine Fertigkeitspunkte, Chaplain-Punkte und sowas alles zurücksetzen. Und natürlich mit der Zeit immer teurer, wenn man umso öfters man das machen möchte. Aber da kann man es machen. Schrein von Mara, ne? Heißt das, glaube ich, oder? Ja, es heißt jetzt hier. Von Mara Akatosch und Ständer, genau. Findet man, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Weil die Hauptstädte sozusagen. So wie hier Sturmhafen, Altmerigebirge, glaube ich, Auridon. Imhelspark weiß ich gar nicht. Da war ich noch nicht so oft. So, haben wir das auch erledigt? Guck mal hier rum. Bevor ich was Wichtiges vergesse, was ich sehr gerne vergesse. Mit dem Stallmeister zu reden. Tragekapazität erhöhen. Dann macht doch. Oh, schon mal auf 13, ist ja schon mal was. Da hast du was. Steinkocker ist auch später, mal später erst. Guckt man in ein ganz neues Gebiet. Da will ich jetzt noch nicht hin. Auf. Für den Ruhm, das ist übrigens nur für PvP-Gebiet. Cyrodiil. Schlachtfelder. Das werde ich nicht machen. Ist nichts für mich. PvP und sowas. Ist auch nicht wichtig für die eigentliche Story oder so. Ist halt nur PvP-Gebiet, ne? So, das war's jetzt erstmal.
Was war das? Ja, genau. Zuflucht. Portman zeigt hier hin. Ja. Nach Klinumra. Ja. Sind wir da wieder? Da fingen wir ja an. Pro Bündnis gibt es auch eine Zuflucht. Ob man hier wieder rein kann, weiß ich gar nicht. Ich gehe lieber immer hier rein. Da, wo ich gestattet bin. Mit Dolchsturz in Klinumra, Altmeri weiß ich gar nicht, mit Dolchsturz weiß ich jetzt auch nicht. Jeweils in den Anfangsstätten ist eigentlich immer eine Zuflucht da. Vom Inhalt ist immer dasselbe. Halt nur andere Orte, andere Plätze. Oh, sorry. So, wie ich sehe, ist die Zeit schon mehr um. Dann mache ich hier eine kurze Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Zuflucht. Bis dahin, schön mit Öl.